Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lufia, Rise of the Sinistrals. Ihr habt nichts verpasst, wie versprochen. Wir sind immer noch im Kampf hier gegen diese Würmer und die Krabbe. Nachdem wir ja etwas tiefer in dieser Höhle vorgedrungen waren und Tia im letzten Kampf ja ein bisschen verunglückt ist. Aber wir konnten sie ja zum Glück nochmal zurück ins Leben rufen. So, wir haben jetzt auch hier schon mal einen Schalter runtergelassen. Ich hoffe, das war richtig. Und werden jetzt mal schauen, was wir hier noch machen können. So, hier gehen wir runter und hoch. Ah, nochmal Krabben. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Schon alleine auf dem, aus diesem Grund, dass... Ja, wie sollen wir sagen, Maxim kurz vorm Level-Up ist. Ich glaube, das ist am einfachsten zu erklären. Und Schaden macht sie auch ordentlich mit ihrem Zauber. Und auch Maxim macht ordentlich Bums mit seinen Angriffen. Ja, die Krabbe, die müsste eigentlich so gut wie weg sein gleich. Ja, da ist er auch schon weg. Und Maxim ist aufgelevelt. Wunderbar. Und schauen wir mal, hier ist... Ah, hier kann man durchgehen. Genau, das habe ich nämlich noch in Erinnerung. Jetzt müssen wir nämlich hier unten rechts gehen und dann kommen wir hier zu einem weiteren Heilsirup. Deswegen war es halb so wild, dass wir unseren gerade verwendet haben. Egal, gehen wir wieder zurück. Und wir haben ja gesehen, dass noch ein Kobold da war. Den müssen wir auch noch bekämpfen. Habe ich kein Problem mit, denn Gegner nämlich gerne mit in diesem Spiel. So, aber ich denke mal, dass er im Vorteil ist, weil er so lustig da steht, aber er rennt weg. Jetzt ist er uns in die Hände gerannt. Gut. Wollen wir doch sofort mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und ihn aus dem Leben prügeln. So. Und weiter. Hauen wir doch erstmal ordentlich jetzt hier auf die Gegner drauf. So, wunderbar. Ein Langmesser wieder erhalten von denen. Die kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ach ja, wir haben ja Kraftwasser gekauft. Ich fregel. Habe ich voll und ganz vergessen. Egal, aber hier ist noch ein Schalter, den wir runterdrücken. Das heißt, das Wasser ist raus. Und jetzt müssten wir in der Lage sein, in diesem Mittelgang, den wir schon gesehen haben, wieder durchzugehen. Um dann zumindest speichern zu können, schon mal wieder. Und dieses Rätsel aus dem letzten Teil, wo sich alles wieder materialisiert hat, das ist definitiv erst später. Ich habe mich daran erinnert. Und Leute, ihr seht, wir können jetzt hier durchgehen. Werden uns erstmal wieder heilen komplett. Und einen Speicher anlegen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und hier uns durchbomben. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Ich weiß es selber nicht mehr. So. Bums. Ja, Pfeile ausrüsten für den Fall, dass hier irgendwas Ekelhaftes kommt. Ach du meine Güte. Wer bist denn du? Wer bist du? Bist du nicht derjenige, der den Schlüssel an sich genommen hat? Wir wollen den Schlüssel wieder. Der Schlüssel gehört nun mir. Auf immer und ewig mir. Ja. Wollen wir doch mal schauen, ob der Königsgoblin hier wirklich uns was zu sagen hat. Hauen wir mal eine Eisbombe auf die Nase. Und ja. Und wir hauen auch nochmal ein bisschen mit dem Funken drauf. Denn Tia ist jetzt nicht so mit ihren Angriffen so die große Hilfe. Deswegen sollte sie sich aufs Zaubern fixieren. Und er kriegt einen Kälte-Hitzeschock. Und ich glaube, er kann zweimal zuschlagen, wenn ich mich richtig entsinne. Doch nicht, er kann nur einmal zuschlagen. Schön. Tia, heil dich. Das ist erstmal ganz wichtig. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass Maxim über 100 Lebenspunkte hat. Das kann nur gut sein. Schon so früh so viele Punkte zu haben. Ach ja, der kann Hilfe rufen. Und dann nochmal angreifen, wenn er ein zweites Mal dazu kommt. Gut. Dann greifen wir doch mal wieder an. Tia, machen wir wieder den Funkenzauber. Vielleicht kommt es jetzt auch in diesem Kampf dazu, dass man etwas Besonderes zeigen kann. Denn sollte der Königsgoblin durch einen Angriff von uns sterben, bleibt noch so lange alles da, bis wir seine Gefolgsleute besiegt haben. Das bleibt dann noch. So. Nochmal Funke, weil das muss nochmal drin sein. Und zur Not, wir haben ja noch Heilsirup. So. Der hält aber ganz schön weit aus. Oder wie ganz schön ver... Das habe ich doch ziemlich vergessen, dass der einiges aushält. Und Tia, du konzentrierst dich jetzt aufs Heilen, während... Ja. Aber erstmal dich selber, weil Maxim hat noch genug Punkte. Dass wir erstmal jetzt hier die Gegner, die Kumpanjons von Königsgoblin wegbläsern. Weil die sind doch recht lästig. Funkenzauber. Auf alle. Ja gut, so viel Schaden dürft ihr nicht machen. Gut, 10 Punkte, das ist halt so wild. Er ruft wieder Verstärkung, greift wieder an. Und er greift auch nochmal an. Ja gut, jetzt haben wir wenigstens immer wieder genug Punkte für eine Eisbombe. Die wir dem Königsgoblin auf die Nase hauen können. Und ihr seht auch immer, vielleicht habt ihr schon gemerkt, wenn ihr einen Zug macht, seht ihr schon immer nochmal, was er gemacht hat. Zumindest das grobe Symbol von wegen Zauberangriff oder normaler Angriff oder Zornesangriff.
oder ähnliches. Ja, Tia, jetzt gleich heilst du alle. Du solltest dich jetzt aufs Heilen fixieren. Ganz klipp und klar. Eisbombe nochmal auf den Königsgoblin. Stark auf alle. So. Ich hoffe nur, dass ich jetzt das hinbekomme hier mit dem Kampf gegen diesen Königsgoblin. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu früh hier. Denn er ist nicht gerade schwach, wie ihr seht. Schaden macht er ordentlich. Aber ich glaube gleich, wenn... Ja, wenn die mal nicht immer nur Tier angreifen würden, wäre es nicht das Problem, nochmal eine Eisbombe zu machen. Allerdings wird es jetzt nochmal ein Problem, weil ich einfach nicht angegriffen werde von den Viechern. Ja, so. Ich hoffe, irgendwann dankt er jetzt auch mal ab. Ja, das dauert wohl noch, dass er abdankt. Jawohl, jetzt dürfte er wieder, jawohl, jetzt ist Maxim auf jeden Fall wieder soweit. Gut, jetzt haben wir das schon mal wieder. Eisbombe auf den Königsgoblin, wieder stark auf alle. Denn ich möchte mich jetzt erstmal auf diesen, Kaiser hier fixieren, auf diesen scheiß Königsgoblin. Och, der lebt ja immer noch, der gibt's ja gar nicht. Irgendwann muss der doch mal abdanken, ey. Ist doch nicht normal. Gut, also, ich gehe jetzt in die Vollen. Ich riskiere es. Maxim heile, Tia, Funke auf alle. Vielleicht kriegt sie damit schon mal zumindest den einen ganz Außenstehenden wieder platt. Ja, es war wieder klar, dass das nicht funktioniert hat. Aber sie ist wenigstens jetzt wieder voll geheilt. Ja, Maxim könnt ihr ruhig angreifen, da habe ich kein Problem mit. Der kann nämlich gleich wieder eine Eisbombe machen. Hehe. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Ich bin gerade ein bisschen schockiert über die Stärke des Königsgoblins. Entweder habe ich das total verpennt, dass der so stark ist, oder keine Ahnung. So, Eisbombe. Jetzt aber, komm. Oh, der lebt immer noch, das ist doch nicht normal. Das Blöde ist nämlich, dass Tia nicht angreifen kann, aufgrund der Tatsache, dass sie so schwach ausgerüstet ist. Jetzt ist mir das auch egal. Jetzt gehe ich nämlich ganz anders vor. Ich haue jetzt erstmal die anderen um den herum weg. Weil das muss sein. Unnötig schwer tue ich mich gerade hier. Mein Gott, nee, ey, bist du nicht normal. Ja. Ne, also eine Eisbombe kann ich noch nicht machen. Dann haue ich erstmal den anderen Goblin weg. Tia heilt sich selber. Oh Mann. Ich glaube aber, es war auch ein Fehler, durch sämtliche Gegner einfach durchzugehen und sie nicht zu bekämpfen. Dass es deswegen nicht so gut läuft. So, immerhin. Ja, also jetzt sollte es doch möglich sein. Heil mal zum Offenbar sicher zu gehen, Maxim, falls alle wieder nur ihn angreifen und doch es überleben. So, der müsste jetzt weg sein. Der lebt auch noch. Mann, ey, das ist doch nicht normal. Ein Gruppenangriff auf alle? Ah, oh, ey, ist das lästig. Okay. So. Jetzt bin ich mutig. Jetzt wollte ich mal schauen, was dabei rauskommt. Wenn ich alle angreife. Ja, er ist zumindest weg. Er kriegt auch nochmal ein bisschen. Jawohl, jetzt müsste der Kampf ein leichtes Intermezzo sehr werden. Denn diese Magierin, weil der Ratzgoblin sollte kein Problem mehr sein. So. Jawohl. Ordentlich Punkte. Tia ist wieder aufgelevelt. So, er ist besiegt. Die Dornen gehen runter und wir haben den Schlüssel für den Tempel gefunden. Das heißt, wir können uns jetzt quasi wieder aus dem Weg rausmachen. Das werden wir jetzt auch erstmal ganz schnell machen, nachdem wir jetzt erstmal wieder gespeichert haben. So. Und wir verlassen die Höhle. Mit allem Eifer. So. Das geht ja jetzt schnell. Zack, sind wir wieder zurück. Ja. Hier wieder die Statuen rüber. Obwohl, was war nochmal, wenn wir hier lang gehen? Da ging es auch nach oben. Kann ich den Stein beiseite schieben, oder? Ne, kann ich nicht. Ja, gut. Erstschlag gegen Kobold und Pferde. Ja. Wollen wir doch erstmal gucken, dass wir hier noch ein bisschen leveln. Knallpferd erstmal weg. Tia hat zumindest jetzt ihre Zornespunkte wieder. Das ist auch etwas. Gut, Freunde. Das sieht doch wieder gut aus, wie wir das hier machen. Auch wenn ich ganz ehrlich bin,
So schwer habe ich mich noch nie in dem ersten Dungeon getan, einem der ersten Dungeons getan. Wir gehen jetzt wieder ganz normal zurück. Tun so, als wäre es nicht da gewesen. Ich hoffe es zumindest für euch, dass ihr es nicht so schlimm empfindet. Ach, guck mal. Wie? Jetzt habe ich eine Truhe geöffnet und muss kämpfen? Na egal. Das sollte nicht das Problem sein. Die Gegner sind ja auf jeden Fall machbar. Gut, Freunde. An dieser Stelle mache ich einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Lufia Rise of the Sinistrals wieder. Sprach der Raven hat nimmer mehr.